Hallo, schön, dass du da bist. Du hast bestimmt schon öfter davon gehört, du sollst unbedingt Storytelling für dein Marketing einsetzen und hast von den großen Marken gehört wie Coca-Cola und Red Bull, die das ganz toll machen, die auch ein ganz tolles großes Budget haben. Aber du hast keine Ahnung, wie du das jetzt für dich als kleiner Unternehmer oder als Selbstständiger einsetzen kannst. Hierzu habe ich ein Facebook-Live-Video für dich, was jetzt im Anschluss kommt. Das heißt, in einer Gruppe für introvertierte Unternehmer habe ich eine Dreiviertelstunde lang erklärt, wie du Storytelling für dich als Selbstständiger und Einzelunternehmer einsetzen kannst. Und gerade mit dem Hintergrund, dass es vielen Leuten schwerfällt, sich zu vermarkten oder zu verkaufen. Du findest jetzt also im Anschluss das Video zum Thema Storytelling für introvertierte Unternehmer. Schau einfach mal rein, ich beantworte auch live ein paar Fragen. Aber wie gesagt, als ein Live-Video war, ist es jetzt nicht perfekt. Aber ich denke, die Inhalte werden dich trotzdem gut weiterbringen. Also, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, wenn ihr da seid, zu meinem ersten Live-Video hier. Ich bin ein bisschen nervös. Wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne einfach zwischendrin. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ist der Ton in Ordnung? Wie gesagt, ich habe noch nicht ganz so viele Erfahrungen mit Live, aber wenn du introvertiert bist oder in der Gruppe für Introvertierte bist, dann kennst du das bestimmt, dass man sich da erstmal ein bisschen dran gewöhnen muss, so ins Leere zu sprechen. Also, bei mir geht es heute darum, warum Storytelling so wichtig für dich als Einzelunternehmer ist und auch gerade als Introvertierter. Weil wenn du so ein bisschen so tickst wie ich, dann fühlst du dich normalerweise nicht damit wohl, dich großspurig zu verkaufen oder aufdringlich zu sein, und du magst dieses ganze laute Marketing, wie ich das immer nenne, einfach nicht. Das heißt, du möchtest dich gerne natürlich und authentisch vermarkten. Hallo, Herr Mack, OG Mack, und hallo Heike, schön, super, danke schön für die Rückmeldung. Also, ich habe das jetzt so aufgebaut, dass ich euch ein paar Basisinfos dazu gebe, was wichtig ist. Und wenn ihr Fragen habt, stellt die einfach zwischendrin. Ich dachte so, ich wusste nicht, wie viele heute teilnehmen, und bereite einfach ein bisschen was vor. Ich gehe aber sehr gerne flexibel auf euch ein und auf eure Fragen. Hallo Patricia, schön, dass du da bist. Und ja, auch guten Morgen oder Mittag. Wobei ich sagen muss, ich habe heute Nacht 3 Stunden geschlafen und mir ging das nicht so gut. Für mich ist es noch früh. Also, warum Storytelling? Warum ist das so wichtig? Und zwar denkst du dir bestimmt Storytelling. Häufige Einwände, die ich dabei höre, sind zum Beispiel, ich habe keine Zeit für Storytelling, oder ist Storytelling nicht eigentlich sowas wie Geschichten erzählen? Hat das überhaupt irgendwas mit meinem Business zu tun? Bringt mir das irgendeinen Mehrwert? Dann vielleicht hast du den Einwand, dass du selber nicht gut schreiben kannst, oder du hast Angst, dass du nichts Interessantes zu erzählen hast. Und diese ganzen Ängste brauchst du eigentlich nicht zu haben. Zuerst mal zu dem Einwand, dass man keine Zeit hat für Storytelling. Dazu kann ich sagen, ja, es dauert ein bisschen, um das zu lernen, aber es ist nicht annähernd so komplex, wie du dir das vielleicht vorstellst. Das heißt, wenn du einmal dieses ganz grundlegende Grundprinzip verstanden hast, wie eine Story aufgebaut ist, siehst du das überall, du kriegst überall gute Ideen und dir fallen ganz viele Sachen ein, wo du von dir, aus deiner Geschichte oder von Kunden gute Stories herausnehmen kannst. Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe jetzt auch kein super spannendes Leben und ich hätte locker 30 gute Geschichten auf Lager, die ich dir oder Kunden erzählen könnte. Das heißt also, einmal das Grundprinzip von Storytelling zu verstehen, dann dauert es auch nicht mehr lange, Stories zu erzählen. Und wenn du einmal das Augenmerk darauf hast, dann funktioniert das super. Hallo Angelika, dafür siehst du aber toll. Make-up, danke. Das liegt nur am Make-up und an der kalten Dusche. So, dann denken viele, dass Storytelling sehr lange dauert. Also muss ich jetzt wirklich eine Geschichte erzählen von "Es war einmal vor langer, langer Zeit"? Nein, bitte nicht. Das gehört selten in ein Business rein. Es kann mal passen, aber meistens sind es doch wirklich so gute Praxisbeispiele. Beispiel von deinen Kunden oder von dir, warum du das Unternehmen gegründet hast. Also es muss nicht immer diese, wie du als Geschichten als Kind kennst, "Es war einmal vor langer Zeit". Es gibt ein gutes Beispiel von Steve Jobs, der hat zum Beispiel gesagt, die beste Geschichte, 1000 Songs in einer Tasche. Das ist jetzt keine klassische Geschichte an sich, aber es bringt sehr gut sehr viel in deinem Kopf in Wallung, oder darunter fällt dir sehr viel ein. Es hat auch mal irgendein Schriftsteller, der hatte mal die Herausforderung, ich weiß jetzt leider nicht mehr den Namen, er sollte innerhalb von ich glaube, 5 Wörtern eine Geschichte erzählen, und er hat dann gesagt, Babyschuhe ungenutzt zu verschenken. Also man kann auch wirklich mit 3 oder 4 Wörtern ganz kurze, gute, knackige Geschichten erzählen, die viel mehr auslösen, als es Fakten jemals könnten. Guten Morgen, Monika. Schön, dass du auch da bist. Ihr seid ja richtig viele momentan.
So, dann gibt es noch den Einwand, was ich häufiger höre, ich bin nicht interessant oder ich kann nicht gut schreiben oder ja, keine Ahnung, mein Leben ist nicht so spannend. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass jeder Mensch wirklich spannende Geschichten hat, dass jeder Geschichten hat, die es wert sind, erzählt zu werden und garantiert auch du. Und wenn du selbstständig bist oder ein eigenes Unternehmen hast, weiß ich, dass du garantiert etliche Geschichten in deinem Erfahrungsschatz hast, die Kunden haben oder die du vielleicht irgendwo anders gehört hast, die deinen Kunden weiterhelfen könnten. Also garantiert hast du tolle Geschichten auf Lager und ich glaube auch, dass du ein sehr interessantes Leben hast, auch wenn du jetzt kein Jetsetter bist oder sowas und um die Welt reist. Und gut schreiben, dafür muss man auch nicht unbedingt. Es gibt sehr viele Leute zum Beispiel, die nur per Instagram mit einem Foto eine gute Geschichte erzählen, die also gar nicht so viel Text brauchen. Es gibt natürlich Leute, die sehr gut schreiben können. Andere Leute erzählen im Kundengespräch sehr gute Beispiele darüber, die ganz kurz gehalten sind. Also du musst nicht ein Schriftsteller sein, um Storytelling betreiben zu können. Das wäre mir ganz wichtig. Habt ihr aktuell so einen spontanen Einwand, der euch einfällt, warum ihr Storytelling nicht einsetzt oder wo ihr so ein bisschen Bedenken habt, ob das für euer Unternehmen überhaupt Sinn macht? Schreibt es mir gerne mal kurz in die Kommentare. Mich würde es mal interessieren, ob ich irgendwas vielleicht vergessen habe, was euch so daran hindert, Storytelling einzusetzen. Ich bin hier so im Redefluss. Ich hoffe, ich quatsche euch nicht zu. Dann sagt mir kurz Stopp. Nein, sonst nichts, noch keine Einwände. Wenn ich später noch komme, gerne einfach mal reinschreiben. So, wichtig ist natürlich erstmal zu wissen, du solltest wissen, warum willst du Storytelling überhaupt einsetzen? Ne? Du willst ja nicht einfach nur aus Spaß Geschichten erzählen, das soll ja einen Sinn haben. Und der Hauptpunkt, warum du Storys erzählen solltest, ist ganz klar Vertrauen. Du kennst das bestimmt, wenn du in einem Supermarkt bist und du siehst so 500, nicht unbedingt weiterquatschen, danke. Du kennst das bestimmt im Supermarkt, du willst eine Marmelade kaufen und du siehst dann, was weiß ich, 50, 60 Sorten in einem Regal und du hast keine Ahnung mehr, was du kaufen sollst. Ne? Die unterscheiden sich vielleicht in ein paar Centbeträgen und die bewerben mit ein paar, da ist ein bisschen mehr Frucht drin, da ein bisschen weniger Zucker, aber eigentlich unterscheiden die sich überhaupt nicht und du bist komplett überfordert. Und genauso geht es deinen Kunden auch. Es gibt total viele Coaches, die, glaube ich, alle einen super Job machen, aber wo die Kunden einfach nicht wissen, was unterscheidet dich denn von den ganzen anderen Leuten. Oder jetzt nicht nur Coaches, aber wir haben ja mittlerweile einen sehr, sehr starken Wettbewerb. Das ist ja auch gut, das spornt auch an, damit man besser wird. Aber das Einzige, was wichtig ist mittlerweile, wo du ganz stark auf dein Marketing achten solltest, ist das Vertrauen aufzubauen. Vertrauen ist wirklich das A und O. Es gibt einen Grund, warum viele kostenlose Kurse zum Beispiel machen, wie ich das tue, oder Blogbeiträge schreiben, oder hilfreiche Tipps geben, oder so Live-Videos und so weiter. Das zählt alles auf so dein Vertrauenskonto ein. Ein Kunde braucht ungefähr, sagt man, so 5 bis 7 Kontakte, bis überhaupt mal irgendwas bei dir kauft. Und du kennst das bestimmt von dir selber, in diesem ganzen Gewusel, in dem ganzen, was wir jeden Tag auf uns einprasselt an Informationen, da musst du schon ein gutes Vertrauen haben, um wirklich bei jemandem zu kaufen. Und keiner deiner Kunden kauft sofort bei dir. Du musst erstmal Vertrauen fassen in dich, in deine Leistung und er muss dich mögen. Und Storytelling ist mit Abstand wirklich das wunderschönste Mittel, um Vertrauen zu deinen Kunden aufzubauen. Denn es geht dir vielleicht so wie mir, du magst das einfach nicht zu sagen, ja, hier, kauf mein Produkt, das ist ganz toll. Das sagt ja jeder von sich, ne? Und wenn ich deine Persönlichkeit nicht kenne oder nicht weiß, warum ich unbedingt von dir kaufen soll, kann das ja jeder behaupten, ja, das ist ganz toll. Das muss schon ein bisschen mehr Input haben, damit ich bei dir kaufen möchte, weil ich dich zum Beispiel als Persönlichkeit total mag oder weil ich dich sympathisch finde. Und die Menschen wollen dich. Die Menschen wollen dich, deine Persönlichkeit. Die wollen wissen, wie du tickst. Die wollen einfach sehen, ob ihr die gleichen Werte teilt. Und durch Storytelling kannst du das ganz wunderbar zeigen. Und zwar machst du das, indem du zum Beispiel erstmal festlegst, was sind denn überhaupt deine Werte? Was ist das, was dir besonders wichtig ist in deinem Unternehmen? Oder warum hast du dein Unternehmen überhaupt gegründet? Ich hoffe nicht, dass es nur der Grund ist, um Geld zu verdienen und um frei zu sein. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, aber ich hoffe nicht der einzige. Wenn ich so von mir ganz kurz erzählen darf, ist es zum Beispiel so, ich wollte schon immer im Marketing arbeiten, ich fand das ganz toll und hab dann aber in Werbeagenturen festgestellt, das waren alles sehr, sehr laute Menschen oder sehr,
ja, diese typischen Rampensäue, und ich habe da eigentlich überhaupt nicht hingepasst. Ich habe echt nach fast 10 Jahren daran gezweifelt, ob ich in dem Marketingbereich bleiben soll oder nicht, weil ich dachte, passt das überhaupt zu Unternehmern, die introvertiert sind oder die sich nicht so gern ins Rampenlicht stellen? Und ist da überhaupt ein Bedarf für da oder passe ich einfach nicht da rein? Und dann habe ich durch einen Genussblog von mir, war ich auf Messen und habe dann wieder so ganz kleine Hersteller kennengelernt, die zum Beispiel tollen Balsamico verkauft haben oder Öle. Ich war noch letzte Woche auf einer Messe, weil ich das wieder gerne mache. Und da sah man wieder dieses Funkeln und Leuchten von so kleinen Unternehmen und diese Leidenschaft dabei. Und diese Leidenschaft hat mir früher in den großen Agenturen immer sehr stark gefehlt. Das waren dann meistens größere Unternehmen oder sowas wie Porsche. Und da ging es einfach nur noch darum, alles auf Hochglanz zu polieren und richtig schön zu machen. Aber das Marketing hatte keine Seele. Aber wo ich durch meinen Genussblog dann gesehen habe, boah, es gibt so viele tolle kleine Unternehmen, die dafür brennen, was sie tun, da habe ich das auch bei mir wieder gemerkt, dass ich wirklich Spaß daran habe, diese Unternehmen zu zeigen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du auch irgendwas hast, was dich besonders macht, was dich überhaupt dazu getrieben hat, dein Unternehmen zu gründen, also dein Warum kennenzulernen. Es gibt ein total geniales Buch von Simon Sinek. Das bitte unbedingt eine Leseempfehlung, wenn du sonst nichts liest, nur das Buch. Das heißt Start with Why oder auf Deutsch frag immer erst warum. Sorry, meine Stimme ist ein bisschen weg. Und er beschreibt darin, es gibt einen Satz, Menschen kaufen nicht, was du tust, sondern warum du es tust. Super wichtiger Satz. Am besten stackerst du den irgendwo hin, weil das zeigt ganz klar, also der erklärt dieses Prinzip in dem ganzen Buch, unbedingte Leseempfehlung deswegen. Und er sagt, Menschen, deine Dienstleistung ist immer austauschbar. Wie gesagt, es gibt 1000 Leute, die dasselbe anbieten wie du. Es gibt eine harte Konkurrenz, aber du, deine Persönlichkeit, deine Geschichte, das ist echt einzigartig. Alles das, was du erlebt hast, die Erfahrung mit deinen Kunden, deine Werte, deine Persönlichkeit, das alles spielt auf so ein Konto ein, also auf dein Einzigartigkeitskonto. Und das ist viel mehr wert als deine Dienstleistung. Diese Dienstleistung kannst du immer austauschen. Deine Persönlichkeit und die Geschichten, die du erlebt hast auf dem Weg hin, das ist aber echt einzigartig. Und wenn du lernst, das nach außen zu kommunizieren, und deinen Kunden sagst, was dir so wichtig ist und warum du deinen Kunden so gerne hilfst und was ihr vielleicht gemeinsam habt, dass ihr gemeinsam vielleicht ein kleines Stück die Welt verändern könnt, woran ich glaube, dass das jeder kann, dann ist es etwas, was einen Unterschied macht. Dann bist du nicht mehr austauschbar. Dann wollen die Kunden dich haben. Sie wollen mit dir arbeiten, weil sie Überschneidungen sehen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich nicht irgendwas vergesse, was ich unbedingt sagen will. Wenn ihr zwischendrin Fragen habt, schreibt mir gerne rein oder wenn irgendwas unklar ist. Ich bin da ganz flexibel. So, genau, das Thema war erstmal Vertrauen. Das ist das Allerwichtigste zum Thema Storytelling. Dann ist Storytelling extrem gut, was dein Gehirn angeht. Ich will jetzt keinen Bio-Exkurs machen, sondern nur ganz kurz. Es gibt in deinem Kopf Spiegelneuronen, heißen die. Und die sind super genial und spielen dir total in die Karten, wenn du ein Unternehmen aufbauen willst. Denn diese Spiegelneuronen sind in unserem Gehirn dazu da, damit wir mitempfinden können. Das kennst du garantiert, wenn du einen guten Film gesehen hast, der dich wirklich zu Tränen rührt oder wo du total lachst, obwohl du das selber gar nicht erlebst. Du guckst ja nur zu, fühlst du aber genau dieselben Emotionen. Und das ist wirklich wissenschaftlich nachgewiesen. Es ist egal, ob du etwas nur siehst oder ob du es selber erlebst. Die Wirkung in deinem Körper bei einer guten Geschichte oder einem guten Film oder einem guten Buch sind dieselben. Also die Auswirkungen sind komplett gleich im Körper, egal ob es wirklich erlebt ist oder nur vorgestellt. Und wenn du das mal weißt, das ist echt unglaublich, welche Macht dadurch eine Geschichte haben kann, oder? Das ist doch, du hast das bestimmt auch schon mal gesehen bei einem Vortrag, der dich vielleicht fast zu Tränen gerührt hat, was für eine krasse Emotionen Geschichten auf uns haben kann, auf unsere Emotionen, auf dass wir jemanden wahrnehmen, was wir empfinden. Und wenn du dir darüber mal bewusst bist, dann sollte dir eigentlich klar sein, warum Storytelling für dein Business auch so wichtig sein sollte. Also Spiegelneuronen, ganz tolle Sache, kannst du auch sonst mal googeln. Dann die Merkfähigkeit. Ich hatte ja schon mal erklärt, du hast ja tausende an Informationsfluten. Ich weiß nicht, wie viele Marketingbotschaften du am Tag hast, irgendwas mit 13.000 oder sogar mehr. Aber durch eine Story kannst du dir viel besser Sachen merken. So Gedächtnisweltmeister wie Christiane Stengner, das zum Thema Gedächtnis, ich bin ganz schlecht, was Namen angeht, die machen sich das zum Beispiel so, dass sie sich Inhalte merken, indem sie die Inhalte durch eine Geschichte verbinden. Und das ist wirklich erwiesen, Stanford hat dazu Untersuchungen gemacht, eine Geschichte ist wesentlich besser lernfähig. Ich glaube, mit so bestimmt eine Steigerung um 90% oder sowas, unglaublich. Und du willst ja, wenn du irgendwas deinen Kunden erzählst, dass es auch im Kopf bleibt.
Und der Mehrwert für dich als Unternehmer, besonders interessant ist natürlich, wenn du ein Produkt hast oder eine Dienstleistung, wird dein Produkt durch eine Story mehr wert. Das ist nicht nur nett, dass du eine schöne Geschichte drumherum erzählst, das hat faktisch auch wirklich einen Wert. Es gibt da ein tolles Beispiel, da haben wir zwei, ich glaube von der New York Times, die haben ein Experiment gemacht. Die haben bei eBay Sachen im Wert von $128 oder sowas gekauft. Also wirklich Ramschware, jetzt nicht wirklich viel. Haben alle Artikel mit einer Geschichte beschrieben und haben auch darunter geschrieben, dass es nur eine fiktive Geschichte ist, also keine reale, haben die darüber aufgeklärt und haben diese Artikel online gestellt und verkauft. Diese Sachen, von die damals $128 Einkaufswert hatten, haben die für, lass mich nochmal gucken, $3,612 wieder verkauft. Das heißt, die Steigerung war um 2.800%. Nur durch ein paar Sätze einer kleinen Geschichte. Das heißt, es ist nicht nur so ein nettes Skill, was du haben könntest, sondern es hat faktisch auch eine große Auswirkung auf dein Unternehmen und auf dein Business und auch auf deinen Umsatz. Das ist zwar ein schöner Nebeneffekt, aber wahrscheinlich auch mit einer so der besten. Jetzt, lass mich noch kurz was trinken. Irgendwas dazwischen, was ihr noch habt. Sonst komme ich nämlich als nächstes, was so die Grundformel von einer Geschichte ist, damit du damit direkt starten kannst. Nein, nichts, noch alles gut? In Ordnung. Dann mache ich jetzt einfach mal weiter und quatsch mich ja weiter. So, Monika, das erinnert mich an meine eBay-Sache mit einer Geschichte, ein leeres Blatt Papier verkauft. Was hast du? Hast du wirklich? Ein leeres Blatt Papier verkauft. Das musst du mir nachher erzählen oder das musst du mir schreiben, wie du das gemacht hast. Das ist ja eine coole Aktion, das will ich wissen. Okay, also du solltest das natürlich, ich denke immer natürlich, wenn du diese Macht weißt, die um eine gute Story ist, du solltest das auf jeden Fall so machen, dass es immer, also ich würde immer auf der ehrlichen Seite bleiben. Wenn du eine Macht hast, sowas einzusetzen, dann setz sie bitte wirklich für was Gutes ein und nicht um Leute zu manipulieren. Also mir selber ist das sehr wichtig. Du musst natürlich selber gucken, wie du damit umgehst. Aber wenn du diese Kraft hast, eine gute Geschichte zu erzählen, setz sie bitte dafür ein, dass du wirklich, ich glaube daran, dass du eine super tolle Leistung hast, dass du die ordentlich verkaufst. Das ist völlig in Ordnung. Aber versuch es nicht, um Leute zu manipulieren. Wobei die Sache mit dem Blatt schon echt gut ist. So. Heike, lustig, dass du dir keine Namen merken kannst. Und dann, wie kann man denn eine gute Story erzählen und eine Brücke zum Namen schlagen, damit diese in Erinnerung bleibt? Gute Frage, wenn du darauf eine Antwort hast, das würde ich auch gerne wissen. Ich weiß, dass manche das so machen, dass die irgendwie versuchen, sich durch den Namen, dass sie den versuchen zu splitten. Wenn ich jetzt so eine Heike, oh Gott, da müsste ich jetzt improvisieren. Bei Heike an Mut, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, aber die haben dann zum Beispiel versucht, das irgendwie aus komischen, skurrilen Sachen zusammenzuleiten und diese skurrilen Sachen durch eine Geschichte zu verbinden, um dann auf diesen Namen zu kommen. Ich selber bin da aber echt noch schlecht drin, das muss ich sagen. Also bei Namen, das fällt mir total schwer. Und Monika, dein Blatt Papier brachte 3 €. Man müsste es ja eigentlich öfter bei eBay einsetzen. Mann, Mann. Okay, ich komme mal zu der Grundformel für eine Story. Und die ist immer das Thema Veränderung. Der ganz totale Klassiker ist ja in Amerika vom Tellerwäscher zum Millionär. Wenn du dir nur das merkst, hast du eigentlich immer die Grundformel für eine Story. Also eine Story muss überhaupt nicht komplex sein, die ist eigentlich immer relativ einfach. Du willst eine Veränderung. Ein Kunde will von einem Punkt X zu einem Punkt Y kommen. Ich guck mal gerade, ich hatte hier irgendwo so ein Beispiel für. Ich halte das hier mal rein, sieht man aber, glaube ich, nicht so gut. Okay, der Kunde ist jetzt zum Beispiel hier an einem Punkt. Er möchte hier oben ein Ziel erreichen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, du bist Ernährungsberater, ne? Und deine Kundin wollen einfach abnehmen. Zum Beispiel stellt Susanne irgendwann fest, ich nehme jetzt einfach mal den Namen Susanne. Ich hoffe, hier ist gerade keine Susanne dabei. Susanne stellt nach dem Urlaub fest, sie guckt auf ihre Urlaubsfotos, sie hat 5 Kilo zugenommen und möchte die gerne wieder abnehmen und schnellstmöglich loswerden. Also eigentlich ist es ja nicht schwer abzunehmen, ne? Also du weißt genau, du musst entweder Sport machen oder weniger Kalorien verbrauchen, also besser essen oder beides zusammen. Das ist jetzt eine Sache, dafür musst du kein einziges Buch lesen, das weiß eigentlich jeder automatisch. Und trotzdem ist das ein Milliardenmarkt. Warum ist das so? Also faktisch wissen die Leute, was sie machen müssen, sie tun es aber nicht. Woran liegt das? Und das liegt daran, dass die meisten Leute Glaubenssätze und Hürden in ihrem Kopf haben. Sie wissen zwar faktisch, wie sie irgendwo hinkommen wollen,
aber sie wissen nicht, wie sie diese Hürden in ihrem Kopf bewältigen können oder wie sie diese Klippen umschiffen können, um dahin zu kommen. Und im Fall von Susanne könnte das zum Beispiel sein, wenn ich nochmal das Blatt hier nehme. Susanne will also 5 Kilo abnehmen, das ist ihr Ziel. Und sie fängt damit an und es wird, als erstes hast du den Wunsch, beschreibst eine normale Situation. Ne? Ein Kunde möchte zum Beispiel 5 Kilo abnehmen. Das wird vielleicht dadurch ausgelöst, dass sie zum Beispiel so ein Foto geguckt hat. Also es gibt immer, du beschreibst in der Geschichte immer die Situation, in der deine Figur gerade ist, also normale, und dann stellst du den Punkt Herausforderung. Also was für eine Herausforderung hat dein Kunde dann, um weiterzumachen zu können? Also zum Beispiel, Susanne hat sich das Foto angeguckt und denkt so, oh, ich muss mal vielleicht was tun, diese Speckrolle gefällt mir nicht. Ich nehme jetzt mal ein ganz simples Beispiel dafür, das kann jeder verstehen. So, und dann kommt sie in den Konflikt und in diese Kampfphase. Das heißt, hier ist ein Punkt, wo sie einfach nicht selber weiterkommt. Das sind meistens Punkte, zum Beispiel, sie muss bewältigen, dass sie Glaubenssätze hat wie, ich war schon immer so, abnehmen ist total schwer, es kostet viel Zeit oder ich habe keine Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen und so weiter. Und das sind ja eigentlich alles Sachen, die nur im Kopf sind, die sie davon abhalten, warum sie nicht glaubt, dass sie es schafft, ihr Ziel zu erreichen. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Ernährungsberater wärst, musst du erstmal herausfinden, wo sind diese Schmerzstellen von deinen Kunden? Welche inneren Konflikte haben deine Kunden, die sie alleine nicht bewältigen können oder die sie glauben, nicht allein bewältigen zu können? Das ist dann sehr stark mit dem verwurzelt, was deine Kunden eigentlich wirklich bei dir kaufen. Das ist ja zum Beispiel, wenn ich das Beispiel von mir nehme, Marketingberatung, das ist selten, dass die Kunden keine Ideen haben, sondern dass sie oft nicht erkennen, wo eigentlich der Haken ist. Also sie wissen nicht, wo sie ansetzen müssen, um etwas zu verändern. Oder sie sind sehr unsicher und brauchen einen Anschub, um selbstbewusst loszugehen, um Selbstvertrauen zu entwickeln. Das sind oft so Sachen, die eigentlich unterschwellig darunter liegen, so ein bisschen Unsicherheit. Und wenn du mal überlegst, gibt es irgendwas bei deinen Kunden, wo sie eigentlich immer wieder auf denselben Kampf selber blicken müssen, wo sie alleine nicht weiterkommen? Und meine Empfehlung ist, schreib dir diese Schmerzpunkte von deinen Kunden runter, und zwar alle, die dir einfallen. Und dann überleg, gibt es schon Kunden, denen du geholfen hast, diese Schmerzpunkte zu überwinden, und wie hast du das gemacht? Weil wenn du einmal klar hast, du hast deinen Kunden, dann kommt irgendein Auslöser, dass er etwas ändern möchte. Und dann kommt der Punkt, an dem er selber nicht weiterkommt. Und dann kommst du. Dann ist jetzt deine Rolle als Mentor, auch bei einer guten Story. Die Rolle des Mentoren ist die, dass er dem Kunden hilft, schnellstmöglich von seinem Schmerzpunkt zum gewünschten Ziel zu kommen. Also du musst zum Beispiel nicht alles besser können als deine Kunden, aber wenn du ihnen schon helfen kannst, schneller zu ihrem Ziel zu kommen, hast du die Rolle des Mentoren und kannst sie also schneller zu diesem Ziel bringen. Und das, wenn du jetzt zum Beispiel, du schreibst dir deine Schmerzpunkte runter und dann, also die Schmerzpunkte deiner Kunden, und dann schreib dir auf, hattest du schon mal Kunden, denen du geholfen hast und wie hast du ihnen geholfen? Dass du wirklich ein paar konkrete, gute Beispiele hast, die du auch anderen Kunden oder potenziellen Kunden erzählen kannst, wie diese Krise gelöst wurde. Auch wichtig, eine Krise muss jetzt kein Weltuntergang sein. Das können auch kleinere Krisen sein. Das kann auch manchmal einfach nur ein Knoten im Kopf sein, die der Kunde einfach nicht lösen konnte. Also du musst nicht direkt die Welt dabei retten. Wichtig bei einer Story ist aber, und das vergessen ganz, ganz viele Unternehmen, eine Story muss eine Krise haben. Eine Story muss etwas haben, was bewältigt werden musste. Ansonsten, du siehst bestimmt oft diese langweiligen Unternehmensstories. Ja, und dann sind wir sind als Startup gestartet und total erfolgreich geworden und es ist alles super glatt. Total langweilig, glaubt dir kein Mensch. Das funktioniert einfach nicht. Und damit verfehlst du auch den Sinn und Zweck von einer guten Geschichte. Denn eine Story hat den Sinn, dass du deinem Kunden einen Mehrwert lieferst. Das heißt, du hilfst ihm durch deine Geschichte etwas zu lernen und wertvolle Informationen daraus für sich abzuleiten. Wenn du zum Beispiel dann erzählst, zum Thema Ernährungsberatung wieder, ich habe der Kundin dabei geholfen, diesen Glaubenssatz aufzulösen, wir haben zusammen irgendwas gemacht, was ihr geholfen hat, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Ernährungsberater, ist ja nur ein Beispiel, dann kann sich dann der Zuhörer darunter vorstellen, der kann sich hineinversetzen in den Kunden, ach ja, so ist das abgelaufen, ja, das kenne ich von mir ein bisschen, ja, ich habe damit auch Probleme, ah ja, ist ja interessant, was derjenige mitgemacht hat, ah ja, und wenn das dem geholfen hat, dann könnte das mir vielleicht auch helfen. Also ich denke jetzt einfach mal gerade laut, aber das ist oft das, was bei dem Kunden im Kopf passiert, wenn du eine Geschichte erzählst. Er fühlt sich direkt damit rein in diese Hauptfigur und guckt,
Ist das in Resonanz? Ne? Ist das irgendwas, mit dem ich auch was anfangen kann? Geht es mir auch so? Habe ich dieselben Probleme? Und so kannst du deinen Kunden schon fühlen lassen, wie das Ergebnis sein wird, bevor er es selber macht. Da kommen wir wieder zu diesen tollen Vorteilen zum Thema Storytelling. Du lässt deinen Kunden bereits im Vorfeld fühlen, wie das Ergebnis mit der Zusammenarbeit mit dir aussieht. Und durch die Story erklärst du also, was du gemacht hast, um diese Hürde, es kann auch nur eine Hürde sein oder mehrere, zu bewältigen. Und dann bist du bei diesem Punkt hier oben. Ich zeige das nochmal, das ist diese typische Heldenreise, ist natürlich jetzt umgedreht, oder? Nicht? Und dann bist du hier an diesem Punkt angelangt, zum Beispiel, dass dein Kunde dann diese 5 Kilo verloren hat. Du hast also immer die Phase, du hast erstmal einen Kunden, der ein Problem hat, also einen Kunden in seiner normalen Situation. Dann kommt der Punkt der Herausforderung. Also irgendwas löst ihn den Wunsch aus, etwas zu ändern. Das kann auch zum Beispiel Umsatzdruck sein, es kann irgendwas von außen sein, es kann ein Mitbewerber sein, irgendwas. Irgendwas, was Tick ausgibt, das kennst du auch aus sehr vielen Filmen. Der Held in dem Moment ist durch irgendetwas immer in einer Situation gezwungen, etwas zu ändern. Und das ist diese Herausforderung. Und dann beschreibst du, welche Krisen der Kunde erstmal durchlaufen musste, um zu wachsen, um besser zu werden, um einen besseren Zustand zu erreichen als vorher. Und dann beschreibst du am Ende, das kann auch nur ganz kurz sein, okay, wie sieht denn das Endergebnis aus? Wie hat sich der Mensch verändert? Wie fühlt er sich nach der Zusammenarbeit mit dir? Und diese 4 Punkte, das ist eigentlich wirklich die Basis, wie eine Story aufgebaut ist. Und viel mehr musst du am Anfang sogar gar nicht wissen und könntest direkt loslegen. Ich verlinke später unten nochmal, ich habe einen kostenlosen Kurs dazu erstellt, da kriegst du diese, hast du diese Übersichten auch in die Arbeitsblätter oder kannst du einfach Screenshots machen, da erkläre ich das nochmal im Detail. Ich kann jetzt noch nicht alles so extrem lange durchgehen, sonst wird es ein bisschen viel an Infos, glaube ich. Okay, wenn du zum Beispiel jetzt, mal angenommen, du willst einen Blogbeitrag schreiben, ne? Dann kannst du ganz einfach danach vorgehen, so, okay, die Ausgangslage von deinem Kunden ist welche? Welches Problem hat er und wo ist er nicht weitergekommen? Dann, okay, durch welchen Punkt wird etwas herausgefordert, also wo ist die Herausforderung? Und dann beschreibst du die Lösung eigentlich von dem Ganzen. Dann kommst du erst mit den Infos, wie kannst du Schritt für Schritt vorgehen, um dieses Problem vom Anfang zu lösen? Und am Ende machst du nochmal eine Zusammenfassung zum Beispiel für einen Blogbeitrag. Also was ist das Ergebnis von dem Ganzen? Was ist das Resultat, wenn dein Kunde das umsetzt, was du in dem Blogbeitrag zum Beispiel beschrieben hast? So, das ist eigentlich so der Grundaufbau. Du kannst dir das auch wie eine Ampel vorstellen. Das hilft mir manchmal ganz gut. Du hast rot, ist die Ausgangslage, dein Kunde kommt nicht weiter. Orange ist dann so die Infos, die du deinem Kunden gibst, um die Phase grün zu erreichen, also sein Ziel zu erreichen. Und deswegen muss Storytelling überhaupt nicht komplex sein oder lange dauern. Sowas kannst du sogar, ich habe schon Leute gesehen, die das wirklich bei einem Bild gemacht haben. Die hatten ein Bild von einer Kundin und haben innerhalb von ein paar Sätzen diese 3 Phasen beschrieben, wie ein Kunde sich verändert hat und durch was er durchlaufen musste. Ist das bis hierhin das Grundkonzept von der Story soweit klar? Habt ihr da zu dem Aufbau noch irgendeine Frage? Dann schreib einfach rein. Ich gucke noch mal kurz, nicht, dass ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe. Ah ja, genau. Was ganz viele machen, ist, dass sie sich selber als den Helden in der Geschichte vorstellen. Also ich habe das ganz toll gemacht, ich habe das ganz toll gelöst. Wenn du das gut kannst, es kann sehr charmant sein, aber es ist sehr schwierig. Ich würde immer deinen Kunden als Helden machen. Du machst dann ja eine Arbeit für deinen Kunden, nicht für dich selber. Du möchtest deinen Kunden weiterhelfen. Deinen Kunden interessiert dich selber eigentlich weniger. Der möchte zwar schon wissen, wie du als Persönlichkeit bist, und das ist ihm auch wichtig, dass ihr gemeinsame Werte teilt, aber es geht ihm weniger um dich, sondern um sich selber. Also stell deinen Kunden immer in den Mittelpunkt und fungier als Mentor, als ihm, der ihm immer wieder Hilfestellung zu gewissen Themen gibt, der ihm immer wieder kleine Tipps gibt, der ihm immer wieder weiterhilft, wenn er nicht weiterkommt. Und so wächst ihr gemeinsam und es entsteht fast so was wie eine Freundschaft. Du kennst das bestimmt, wenn du lange mit Kunden zusammengearbeitet hast, oder bei mir ist es jedenfalls so, das sind dann wirklich wie Freundschaften, die entstehen nach und nach. Du gibst da mal Tipps oder schickst mal Links oder hier, ich habe ein Video gesehen, was dir weiterhilft. Und das geht eigentlich nur, wenn ihr wirklich eure Werte klar habt, wenn du gerne mit deinen Kunden arbeitest und wenn dein Kunde wirklich bei dir im Mittelpunkt steht. Und was viele auch noch machen, oft was Falsches ist, dass der Held, also Heldenreise ist leider ein blöder Ausdruck dafür. Es geht eigentlich um eine Kundenreise. Und ein Held ist ja oft jemand, der so als makellos dargestellt wird, aber ein Held hat immer, also es ist falsch, dass ein Held so dieses Superhelden-Syndrom hat. Das heißt, dass er ohne Makel und ohne Fehler ist. Meistens sind es ja, wenn du dir gute Geschichten oder gute Filme ansiehst, immer
Menschen mit bestimmten Macken oder irgendwelchen Spleens oder sowas. Und das ist ja auch das, was die Leute so super sympathisch macht. Und niemand kann sich mit jemandem identifizieren, der perfekt ist, ne, oder der so eine allglatte Oberfläche hat. Das kennst du bestimmt von mir selber. Wenn ich jetzt hier in einem Anzug stehen würde und sagen, boah, ich bin total der, ne, ich bin der Beste, ich kann alles total super und ich weiß von vorn bis hinten, wie alles funktioniert, würdest du mir das nicht abkaufen und es wäre auch nicht sehr ehrlich oder authentisch. Also bitte lass deine Hauptfigur Macken haben auch gerne. Jetzt nicht gravierender, aber lass ihn menschlich sein, dass sich der, der zuhört, mit ihm identifizieren kann. So, ihr habt geschrieben, bisher ist alles gut erklärt und verständlich. Cynthia, du hast gesagt, alles klar in der Theorie. Wo hast du denn Probleme, das in der Praxis anzuwenden? Kannst du mir ein Beispiel geben, wo du nicht weiterkommst? Ich gucke währenddessen nochmal, ob ich hier noch irgendwas Wichtiges habe. Genau. Also, was du zum Beispiel, es gibt viele verschiedene Grundarten von Geschichten. Es gibt sehr viele Sachen, die worüber Stories gehen. Und viele sagen jetzt, okay, mir fehlen Praxisbeispiele. Dazu muss ich auch sagen, es gibt für Selbstständige und kleine Unternehmen leider, finde ich, sehr wenig gute Praxisbeispiele. Und ich bin gerade dabei, auch einen größeren Kurs zu entwickeln. Und ich habe echt Mühe dabei, gute Beispiele dafür zu finden. Das Gute ist, es ist noch viel Potenzial da. Also wenn du dich anfängst, wirklich damit zu beschäftigen und das zu lernen, bist du vielen Mitbewerbern ein gutes Stück voraus, weil gerade hier in Deutschland wird das noch sehr wenig gemacht. Hier erklärt man meistens noch so, ich habe die Skills, ich habe die Erfahrungen und so weiter, ich bin ganz toll, blub, blub, bla, bla, was du halt so kennst. Aber wenig wirklich, dass Emotionen mitkommen, dass die Werte mitkommen, dass die Vision immer durchschimmert. Das ist in Deutschland irgendwie noch, kommt gerade erst so durch wirklich dieses Hype auch durch Storytelling. Also wenn du schon anfängst, du musst auch noch nicht perfekt sein. Bitte nimm dir ein bisschen den Druck raus, das jetzt eine perfekt ausgereifte Story zu machen. Das muss nicht sein. Fang erstmal klein an. Wenn du schon nur halb gut eine Geschichte erzählen kannst oder wenn du sogar nur einleitest mit einem Beispiel und es ist keine komplette abgerundete Geschichte, bist du schon viel weiter wie ungefähr 80% aller anderen da draußen, die immer noch darüber kommunizieren, was sie alles Tolles an Skills und Leistungen haben und dass sie eine Premium-Qualität liefern. Also durch schon allein ein paar Beispiele hebst du dich schon super ab. Mach dir nicht so viel Druck, es perfekt machen zu wollen. Das kenne ich von mir. Bitte tu das nicht. Nimm einfach ein paar gute Beispiele. Denk mal an Kunden, denen du geholfen hast. Denk an deinen eigenen Werdegang. Denk daran, welche Fragen die Kunden immer wieder stellen. Und guck, ob du dabei Beispiele findest, wie du das schon gelöst hast. Oder ob du zum Beispiel schon davon gelesen hast, wie es ein anderer gelöst hat. Und kannst du ihm das erzählen? Davon hat er ja auch schon einen Nutzen. Heike, werden diese Stories nur in Blogs erzählt oder wie kann man das mit einer Webseite verbinden? Das kannst du kannst Storytelling eigentlich überall einsetzen, wo du willst. Du musst ja halt nur die Arbeit damit machen. Es gibt Leute, die machen das wirklich nur bei Instagram. Es gibt Leute, die machen das im Blog. Ich mache das sehr gerne in Blogbeiträgen. Ich mache es da auch nicht immer hoheitlich. Ich habe teilweise einfach auch nur mal eine Einleitung und vielleicht zum Schluss nochmal beziehe ich mich nochmal auf die Einleitung und im Mittelteil kommen dann die Infos. Die meisten bringen Storytelling schon ganz natürlich im Kundengespräch mit ein. Also wenn die zum Beispiel Beispiele erzählen, was sie schon erlebt haben oder ja genau, ich kenne auch jemanden, der mein Kunde X hatte das auch schon mal. Also im normalen Gespräch oder unter Freunden machen wir das schon ganz natürlich. Im Blog und auf einer Webseite im Speziellen kannst du das gut bei deiner About-Seite, also bei deiner Über-Dich-Seite einbauen. Ich würde es dann jetzt nicht ausufern lassen, sondern versuchen, das kurz und knackig vielleicht auf den Punkt zu bringen. Das heißt, du kannst zum Beispiel deine Warum du gegründet hast Geschichte auf deiner About-Seite unterbringen. Ich habe das jetzt zum Beispiel kaum gemacht, weil mir das selber zu lange war. Das war mir zu erklärungsbedürftig. Aber man könnte das in kurzen, je nachdem wie dein Werdegang ist, muss man halt gucken, wie das gut passen würde. Kannst du kurz schreiben zum Beispiel, was deine Herausforderung war, wie deine Ausgangssituation war. Dann kannst du beschreiben, was dich dazu veranlasst hat, erstmal zu gründen. Dann kommen auch wieder, wo waren deine Hürden beim Gründen oder womit konntest du nicht leben oder was hat dich total genervt in deiner Branche? Warum wolltest du überhaupt irgendwas ändern oder was ist deine Vision dahinter? Und dann, was hast du getan, um deinen jetzigen Stand zu erreichen? Also welche Phasen hast du durchlaufen oder wie hast du die Hürden überwunden, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Das hört sich jetzt sehr umfangreich an, aber das kann man schon in ein paar Sätzen machen oder es ein bisschen kürzen. Lustigerweise interessiert es sogar sehr viele Leute und manche lesen sogar relativ lange Texte, wenn es eine gute Geschichte ist, die sie selber auch berührt. Und deswegen ist die Relevanz von der Story sehr wichtig. Je mehr du mit deinen Kunden gemeinsam hast, also je besser auch du deine Kunden kennst
umso bessere Geschichten kannst du erzählen, die in Resonanz mit deinen Kunden gehen. Weil dann kennst du wirklich, was ihre Schmerzpunkte sind. Du weißt, wie sie ticken, was sie bewegt und kannst dann entsprechend Geschichten raussuchen oder filtern, die für deine Kunden nützlich sein könnten und die ihnen weiterhelfen. Heike, okay, verstehe. Ja, zu lang, es gibt ein Buch. Ja, cool, dann schreib doch eins. Wenn du mit Storytelling ein Buch schreiben könntest, finde ich das cool. Das wurde mir gerade ausgeredet. Deine About-Story auf deine Seite zu schreiben, wurde dir ausgeredet? Weil eigentlich, wenn du es jetzt nicht, ich würde jetzt keine zwei Seiten dazu schreiben, dann würde ich das vielleicht in einem persönlichen Gespräch erzählen oder auch mal in einem Video oder sowas, wenn das Leute interessieren. Aber so eine abgespeckte Version davon kann man auf jeden Fall auch auf deiner About-Seite schreiben. Oder du kannst es so machen, dass du immer wieder, das sind Feinheiten, immer wieder versteckte, also so, wie soll ich das erklären? Wenn Kunden bei mir anrufen, zum Beispiel sagen die oft so, ich habe bei dir ein gutes Gefühl oder sowas. Die können gar nicht genau beschreiben, warum das so ist. Und das ist, weil ich mir das einmal runtergeschrieben habe alles, habe mir aufgeschrieben, was meine Werte sind, mit welchen Kunden ich gerne arbeiten möchte. Und das lasse ich überall so durchklingen. Ich schreibe jetzt nie zum Beispiel explizit, ich bin introvertiert oder hochsensibel oder so, sondern ich sage dann zum Beispiel, mir ist es sehr wichtig, dass du dich damit wohlfühlst, dass du nicht laut bist und so weiter. Und wenn du das überall ein bisschen einspielst, kriegen die Leute so ein Gefühl zu dir auch und zu deiner Story, ohne dass sie jetzt extrem gelesen haben. Aber das ist schon so ein bisschen fortgeschrittener. Also Heike, lass dir das nicht ausreden. Wenn du das gerne, wenn du das wichtig findest, wenn du das gerne auf deiner Webseite einbindest, dann mach das. Es ist deine Webseite, es ist dein Unternehmen und wenn du als Persönlichkeit, du stehst da dahinter, ne? Du möchtest dich zeigen, du möchtest Kunden anziehen, die gut zu dir passen und die ähnlich ticken wie du auch. Also zeig doch, wie du drauf bist und zeig doch, wie deine Werte sind. Ich habe wahrscheinlich einen falschen Coach. Ja, es ist eine Geschmacksfrage, ne? Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass du zwei Seiten davon schreibst, das liest sich niemand durch. Guck, ob du es kurz und knackig auf den Punkt bringen kannst. Aber ich würde schon mal draufnehmen, auf jeden Fall. Die Leute interessiert das ja, wie du drauf bist. Wenn du jetzt auf der Suche bist, ich komme auch bald zum Ende oder nochmal zu Fragen, wenn ihr welche habt. Wir sind schon bei 36 Minuten. Gott, kann ich lange reden. Wenn du gute Praxisbeispiele haben willst, ne, gerade von kleineren Unternehmen, kann ich dir wärmstens TED-Talks empfehlen. Also TED und dann Talks. Die sind auf Englisch oder Amerikanisch und das sind meistens 20-Minuten-Vorträge, die sind super. Also ich lese mir in der Mittagspause zum Beispiel, gucke ich mir meistens so einen Vortrag an und da sind unglaublich inspirierende Geschichten von einzelnen Personen, teilweise sogar habe ich schon Kinder gesehen, die den Vortrag gehalten haben. Und wenn du dir mal ein paar Vorträge dabei anguckst, siehst du immer wieder ein gleiches Muster. Du siehst immer wieder diesen Grundaufbau von der Story und siehst das wirklich als gutes Praxisbeispiel, wie einzelne Personen das machen. Nicht nur große Unternehmen wie Coca-Cola oder Red Bull, die ein riesen Marketingbudget haben. Gutes Beispiel ist auch Gedankentanken. Die sitzen in Köln. Die haben auch so ein ähnliches Konzept. Die sind aber deutsch, auch so 20-Minuten-Vorträge von einzelnen Personen. Weil Vorträge sind auch, wenn sie gut sind, immer auch nach diesem Storytelling-Schema aufgebaut. Was ich gestern zum Beispiel gesehen habe, war Vimeo. Also Vimeo ist ja wie YouTube, da gibt es hochwertige Videos und die haben dann zum Beispiel auf der Startseite so eine Top-Auswahl des Tages oder des Monats und ich finde das wirklich extrem. Ich bin stark auch im Videobereich tätig, weil ich selber noch ein zweites Unternehmen als Videoproduktioner habe und da sieht man immer wieder richtig gute Beispiele, wie man innerhalb von 2 Minuten oder weniger geile Geschichten erzählen kann. Also es ist unglaublich, wie kreativ die Leute sind. Ich bin echt immer wieder erstaunt. Also wenn du dich ein bisschen inspirieren willst, guck mal auf Vimeo, zum Beispiel auf der Startseite, da gibt es immer Empfehlungen. Da gibt es nicht nur Musikvideos, da gibt es total viele gute, auch kleine animierte Filme oder so. Und schau mal, wie die das schaffen, bei dir erstmal das Interesse zu wecken, es zu behalten und dass es meistens eine Person ist, aus deren Geschichte das erzählt wird, aus deren Sicht das erzählt wird, meine ich. Ich habe mir zum Beispiel gestern, obwohl mich das null interessiert, eine 15-Minuten-Dokumentation über Wrestling angeguckt. Und ich habe echt, mich interessiert das null. Aber diese Geschichte war so gut gemacht, das war so interessant zu erzählen. Die haben dann 2, 3 verschiedene Leute genommen und den Werdegang erzählt, aber hochspannend, total emotional. Und ich habe mir das wirklich 15 Minuten angeguckt und dachte nach, wie haben die das geschafft, ey, unglaublich. Und da habe ich schon wieder gemerkt, obwohl ich mich selber schon so gut damit auskenne und so viele Bücher gelesen habe, das ist immer wieder faszinierend und packend und wie selber man sich davon mitreißen lässt. So, ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug am Stück geredet. Ich schreibe euch nachher nochmal unten in den Link zu dem Kurs. Also der ist kostenlos, wenn ihr den noch nicht gemacht habt, vielleicht habt ihr den ja auch schon gemacht.
ein dreiteiliger Kurs mit 45 Minuten. Den könnt ihr machen. Da wird das alles nochmal im Detail beschrieben und du kriegst ein paar kleine Aufgaben zum Beispiel, damit du auch direkt zum Beispiel deine About-Geschichte oder deine Warum-Geschichte schreiben kannst. Und da gehe ich nochmal mehr im Detail darauf ein und du kannst es so nach deiner Zeit durcharbeiten, wenn du Zeit und Energie und Lust dazu hast. Oder du willst es vielleicht einfach nochmal wiederholen. So, wir sind jetzt gerade bei genau 40 Minuten. Habt ihr gerade noch irgendwelche Fragen dazu? Gott, ich bin ganz nervös. Ich war, glaube ich, ganz rot und fleckig da, weil das ist, ich bin wirklich eher introvertiert und mir ist das bisher immer sehr, sehr schwer gefallen, vor der Kamera zu stehen. Ich stehe nun mal eher dahinter. Aber ich gewöhne mich langsam dran und ich finde das live eigentlich echt schön, wenn man sich so mit euch austauschen kann. Also noch schöner finde ich es natürlich, wenn ihr privat hier wärt oder wenn man sich echt mal so in echt treffen würde. Da kann man sich ein bisschen mehr austauschen. Wo habt ihr jetzt offen? Ich habe mir zwar Zettel gemacht, aber eigentlich habe ich jetzt komplett so erzählt. Wo habt ihr jetzt noch Fragen? Was ist so noch ein großes Fragezeichen bei euch? Weil ich möchte schon, dass ihr hier rausgeht und sagt, okay, so das Grundprinzip ist nochmal klar. Ich weiß vielleicht, wie ich loslegen kann. Oder ist es irgendeine Frage oder irgendwas, was euch noch bewegt, gelöst worden? Nichts, ich warte nochmal ein, zwei Minuten. Wenn euch ansonsten noch später irgendwas dazu einfällt, dann könnt ihr mir auch gerne so nochmal eine Nachricht schreiben oder in der Facebook-Gruppe, ganz wie ihr wollt. Also wenn ihr später nochmal denkt, oh, ich habe da total was vergessen, was mir eigentlich wichtig war, schreibt mir gerne. Hier unten meine Frage. Story auf Facebook Achso, Angelika, du möchtest eine Story auf einer Facebook-Anzeige zeigen. Stimmt das? Meinst du das damit? Ja, Monika, ja, es ist auch schwer für die Kamera. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gemacht hast. Wie gesagt, ich bin zwar Marketing-Mensch, aber vor der Kamera zu stehen, fällt mir noch schwer. Ich bin normal eher der Schreiber. Und ihr seid doch jetzt mein Publikum, deswegen übe ich doch gerade. Also eine Story auf einer Facebook-Anzeige zu machen, das ist eine krasse Herausforderung auf jeden Fall. Du müsstest es schaffen, wirklich innerhalb von 2, 3 Sätzen eine gute Geschichte zu erzählen. Also ich kenne eher, dass viele Leute, also ich kenne das bei Anzeigen, dass dann viele mit dem Thema Neugier spielen. Das heißt dann so, Marion hat es geschafft, innerhalb von so und so vielen Tagen sich, keine Ahnung, ein Haus zu kaufen oder sowas. Ich finde das aber meistens sehr übertrieben. Also ich halte jetzt nichts von so übertriebenen Versprechungen. Man könnte aber zum Beispiel, wenn du einen Kunden hast, der bereit ist, sich zu zeigen oder du hast ein gutes eigenes Beispiel, das jetzt nicht auf den Kunden bezogen ist, könntest du sagen, okay, das ist dein Problem, du beschreibst in einem Satz, das ist dein Problem, hier helfe ich dir, das Problem zu lösen, damit du dieses Ergebnis hast. Oder ich helfe dir, diese Hürde zu nehmen, dass du eine spezielle Hürde ansprichst, die der Kunde hat. Ich würde jetzt nicht zu viel machen, weil eine Facebook-Anzeige hat jetzt nicht so viel Platz, sondern wirklich sagen, das ist deine Herausforderung oder deine Hürde. Ich helfe dir, diese zu bewältigen und ein Praxisbeispiel oder so. Und dann verlinkst du auf das, was du eigentlich bewerben willst. Du könntest zum Beispiel gucken, es gibt bei Instagram gibt es oft pfiffige Leute gerade, die da sehr erfolgreich sind. Die haben oft zu den Bildern wirklich so 2, 3 Sätze geschrieben. Und wenn man sich da so ein bisschen mal reinliest und mal gucken, wie die das aufbauen, ist das manchmal ein ganz gutes Beispiel dafür. Oder speicher dir sowas mal ab, wenn du das selber siehst, wie man innerhalb von einem Bild und ein paar Sätzen was Gutes erzählen kann. Also ich würde da mal vielleicht gucken und schauen, dass du eine konkrete Hürde ansprichst. Und die Auflösung gibt es dann später im Blog oder in einem Webinar oder auch was immer du anbietest. Sonst noch irgendeine Frage? So, ist ganz warm. Okay, ihr Lieben. Danke. Gerne, Angelika. Dann wünsche ich euch heute noch einen super schönen Vormittag. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Es ist echt lang geworden. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Und ihr konntet was für euch mitnehmen. Und ich freue mich, von euch zu hören und wünsche euch ansonsten noch ein super schönes, langes Wochenende und viel Spaß mit euren Stories. Bis dann. So, das war jetzt eine ganze Menge Stoff für dich. Ich hoffe, du konntest viel für dich daraus mitnehmen. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne E-Mails, schreib mir in die Kommentare. Es würde mich auch super freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, denn hier wird in Zukunft noch regelmäßiger Inhalte kommen. Und ansonsten, ja, freue ich mich, von dir zu hören und bleib einzigartig. Bis dann.